Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Medivere Online-Seminar. Heute zum Thema Histaminintoleranzen, eine Störung mit vielen Gesichtern. Das ist ein ganz spannendes Thema, was zurzeit sehr viel in Fachkreisen diskutiert wird. Ein deswegen spannendes Thema, weil sehr viele Patienten nicht ausreichend für dieses Krankheitsbild diagnostiziert werden. Das Bild wird häufig sehr oberflächlich nur abbehandelt und deswegen besteht hier bei dieser Fragestellung ein recht hoher Leidensdruck in der Bevölkerung. Ich möchte ganz kurz, bevor wir loslegen, zwei Dinge loswerden. Einmal kurz ein Hinweis auf die technischen Möglichkeiten dieses Online-Seminars für die Teilnehmer, die das System noch nicht kennen. Sie haben hier im unteren Teil ein Fenster, da steht drüber Chat mit dem Moderator. Hier haben Sie die Möglichkeit, im Anschluss des Seminars Fragen zu stellen. Sie können sie natürlich auch gerne schon im laufenden Seminar hinschreiben. Ich werde sie allerdings dann erst im Anschluss danach beantworten. Und auf der linken kleinen Seite hier sehen Sie ein kleines Fenster. Da ist nochmal die Möglichkeit, an einer Umfrage teilzunehmen. Da werden Sie dann sehen, welche Fragen gestellt werden. Gut, ganz kurz zu mir. Ich bin Daniel Petrak, Heilpraktiker in Mainz seit 1994 und beschäftige mich intensiv mit zwei Schwerpunktthemen, nämlich der biologischen Krebstherapie und allen Erkrankungen, die zu tun haben mit unklaren Magen-Darm-Erkrankungen, wo natürlich auch das Thema der Histaminintoleranz hingehört. Gut. Beginnen wir mit den Inhalten dieses Seminars. Was ist eine Histaminintoleranz? Das ist eine Frage, die muss ich erstmal vorab stellen, weil für diese Bezeichnung der Histaminintoleranz verschiedene Synonyme gebraucht werden. Das erste Synonym ist die HIT oder die HIT, steht natürlich als Abkürzung für Histaminintoleranz und sollte in meinen Augen am ehesten dann immer Verwendung finden, wenn der Schwerpunkt dieser Störung im Bereich der Histaminintoleranzen aus der Nahrung herrührt. Wir werden also sehen, dass die Histaminintoleranz gar nicht zwingend eine Erkrankung ist, die mit Lebensmitteln zu tun haben muss. Deswegen sollte man den Begriff der Intoleranzen eben ein bisschen vorsichtig gebrauchen. Ich denke da so an Störungen wie auch Laktoseintoleranz und Fructoseintoleranz. Das sind alles so Dinge, die haben mit der Ernährung etwas zu tun. Und da reiht sich dann ganz gut der Begriff der Histaminintoleranz so ein, wenn es eben nahrungsmittelabhängig ist. Sonst würde ich den Vorschlag machen, dass man den allgemeineren Begriff der Histaminose anwenden sollte. Sie werden auch im Laufe des Seminars sehen, dass das wahrscheinlich die etwas sinnvollere Bezeichnung ist. Gelegentlich werden Sie auch an verschiedenen Literaturquellen oder in der Presse auch mal Pseudoallergie lesen zu dieser Erkrankung. Das ist also ein weiteres Synonym, was hier Verwendung findet. Allerdings im Vergleich zu der Abkürzung HIT und Histaminose seltener gebraucht wird. Gut, was ist grundsätzlich das Problem der Histaminose oder der Histaminintoleranz? Ein Patient, der an einer solchen Störung leidet, hat grundsätzlich das Problem, dass er die Substanz Histamin im Körper zu stark akkumuliert, also ansammelt. Das ist ganz normal, dass Menschen Histamin im Körper haben. Wir selber produzieren Histamin, wir essen jeden Tag Histamin. Es ist also völlig in Ordnung. Wir haben in der Natur, war das so vorgesehen, dass wir die Möglichkeit haben, das Histamin in sehr kurzer Zeiteinheit abzubauen. Das heißt, wir haben, wenn wir über die Histaminose sprechen, ein Verhältnisproblem zwischen einmal der Histaminbildung oder der Histaminanflutung, sagt man dazu auch, und andererseits des Histaminabbaus. Das ist das eigentliche Grundproblem des Patienten mit einer Histaminunverträglichkeit. Allerdings kommt noch ein zweiter Aspekt noch hinzu, zu dem, den ich eben benannt habe. Also nicht nur die Anflutung und die Bildung und der Abbau spielt eine Rolle, sondern hinzu kommt noch eine individuelle Histaminschwelle. Man könnte sagen, diese individuelle Histaminschwelle zeigt die Schwelle an, ab einer gewissen Histaminmenge im Körper der Patient Symptome entwickelt.
Das bedeutet also, dass es, wie ich ja eingangs schon erwähnte, jeder Mensch sich mit Histamin auseinandersetzt, aber manche Patienten bei vergleichbaren Histaminmengen schon sehr frühzeitig Symptome entwickeln, weil sie eben eine bestimmte Schwelle überschreiten und diese Schwelle dazu führt, dass ein Beschwerdebild entsteht. Das heißt, wenn also Patient A eine gleiche Histaminmenge aufweist wie ein Patient B, allerdings eine höhere Schwelle aufweist, also eine höhere Toleranz hat für Histamin, wird er unter Umständen überhaupt keine Probleme entwickeln, wo ein anderer ein Problem eben hat. Das heißt, das müssen wir unbedingt immer in der Betrachtung dieser Störung mit einbeziehen. Jetzt gibt es das Problem, dass wir Menschen haben, dass wir Patienten haben, bei denen die individuelle Histaminschwelle eigentlich ganz normal angelegt ist, die also gar nicht so empfindlich eigentlich sind auf Histamin. Allerdings hier, wie man gut sehen kann an dem dicken Pfeil, hier auf der Seite der Histaminanflutung und der Bildung einen großen Überschuss aufweisen. Das werde ich auch jetzt im Laufe des Seminars erklären, woher das kommen kann. Das ist also eine der häufigen Störungen. Das würde also bedeuten, dass zwar die senkenden, die abbauenden Faktoren völlig normal angelegt sind, aber eben das Plus sozusagen, der Input an Histamin, diese Schwelle überschreitet und die Patienten Probleme entwickeln. Das kann natürlich auch anders ausschauen, nämlich dass die Histaminanflutung und Bildung eigentlich völlig normal ist, also gar kein größeres Ausmaß einnimmt, aber die individuelle Histaminschwelle sich abgesenkt hat durch das Absenken der abbauenden Faktoren. Das heißt also, wenn ein Mensch gar nicht mit mehr Histamin konfrontiert wird als ein anderer, er aber nicht das Histamin richtig abbauen kann, wird auch diese Schwelle überschritten und der Patient entwickelt wieder Symptome. Die dritte mögliche Variante, das ist dann die ungünstigste Variante, ist, dass die Patienten schlecht Histamin abbauen, wie man hier also erkennen kann, wie an dem zweiten Bild auch, dass also die individuelle Histaminschwelle abgesenkt ist, weil die abbauenden Faktoren minimiert sind und gleichzeitig aber auch eine hohe Histaminauseinandersetzung stattfindet. Das heißt, dass die Patienten also hier ein ganz krasses Missverhältnis aufweisen zwischen Histaminanflutung und Bildung einerseits und andererseits der abbauenden Faktoren. Das ist die ungünstigste Situation und eine Situation, die man in den Praxen aber durchaus findet. Das heißt, es gibt also eine Reihe von Patienten, die diese ungünstige Kombination aufweisen. Wenn wir also über Histaminintoleranzen sprechen oder auch über Histaminosen im Allgemeinen, dann reden wir hier über ein sehr, sehr komplexes Beschwerdebild. Ich möchte Ihnen erstmal so eine Liste sozusagen zeigen der häufigsten Beschwerden, die man im Rahmen einer Histaminose findet, hier aufführen und Ihnen im Anschluss daran auch erklären, warum gerade diese Beschwerden hier dabei auftreten. Also die erste Gruppe der Beschwerden bezieht sich auf den Bauchbereich. Die Patienten klagen hier über Bauchschmerzen, über Blähungen, die häufig gekoppelt sind an Bauchschmerzen. Völlegefühl ist ein Symptom, das man hier auch sehr häufig findet. Sodbrennen, Übersäuerung des Magens und alles, was damit zusammenhängt, also auch diese sogenannte Refluxösophagitis, also die Speiseröhrenentzündung durch das aufsteigende Magensäure, die dann hier Probleme macht, ist ein sehr häufiges Bild und das bringt man schon mal gar nicht mehr so direkt in Zusammenhang mit histaminhaltigen Lebensmitteln. Das muss gar nicht so sein. Es kann sein, dass man mitten in der Nacht, da ist die Nahrungsaufnahme schon lange vorbei, auf einmal mit einer Übersäuerung reagiert. Und warum das passieren kann, das erkläre ich Ihnen gleich. Auch Durchfälle sind mögliche Symptome bei diesem Beschwerdebild. Unerklärliche Übelkeit, ein Phänomen, das man sehr, sehr häufig findet, wo man häufig, wenn man danach sucht, nach den üblichen Verdächtigen zu keinem Ergebnis kommt, da sollte man auch immer dran denken, ob das nicht eventuell eine Histaminose sein könnte. Dass Kopfschmerzen und Migräne histamingekoppelt sind, das kennt man schon sehr lange in der Medizin, ist auch völlig anerkannt, so wie übrigens auch Husten bzw. Asthma ein anerkanntes Histaminproblem darstellen.
So ist allerdings dann weniger bekannt, dass auch ein ständiger Schnupfen, ob das jetzt ein Fließschnupfen oder Stockschnupfen ist, ist eigentlich dabei relativ egal, aber ein Schnupfen, der so ständig chronisch vorliegt, besonders in den Morgenstunden nach dem Aufstehen, sind das Patienten, die über eine zu eine Nase klagen, die sich so im Laufe des Vormittages auch wieder auflöst sozusagen. Das ist immer ganz histaminverdächtig. Ist zwar an sich kein wirkliches Krankheitsbild, aber zumindest ein Hinweis darauf, dass vielleicht eine systemische Histaminstörung hier vorliegen könnte. Auch Hautflashs, also solche Rötungen, die sehr plötzlich auftreten im Gesicht- und Dekolleté-Bereich, sind auch weitere Störungen, die man dem Histamin, der Histaminose zuordnen kann. Herzrasen, Menstruationsschmerzen, Blutdruckschwankungen sind also auch noch weitere Störungen, die man also erstmal überhaupt nicht mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder Ähnliches in den Sinn bringen würde. Sprechen wir hier über ein exotisches Krankheitsbild, eine exotische Störung, oder können wir sagen, dass das ein häufiges Krankheitsbild ist? Also wenn man mal in die Bevölkerung so hineinschaut und nur mal so drei der wichtigen Beschwerdekomplexe hier mal herauspickt, dann wird man sehen, dass alleine schon 30% der Bevölkerung an unklaren, sogenannten funktionellen Bauchbeschwerden leiden. Das heißt nicht, dass all diese Menschen eine Histaminose haben, aber es heißt, dass 30% der Bevölkerung, die zumindest diese Diagnose erhalten, unklare funktionelle Bauchbeschwerden, sehr schnell dann auch die Diagnose Reizdarm gestellt bekommen. Das kann natürlich sein, dass die Patienten tatsächlich an einem Reizdarmsyndrom leiden, aber das muss nicht sein. Es könnte durchaus auch die Reaktion auf ein zu viel an Histamin im Organismus darstellen. 10% der erwachsenen Bevölkerung leidet an Migräne. Also auch das sieht man, ist eine riesige Gruppe von Patienten, und auch nicht alle Migränepatienten sind natürlich zurückzuführen jetzt nur auf den Mechanismus der Histaminintoleranz. Allerdings eine Vielzahl der Patienten weist tatsächlich hier einen Zusammenhang auf, und da kann es also auch sehr spannend sein, hier mal ein bisschen zu recherchieren, ob nicht eventuell die Migräne auch auf so eine Histaminunverträglichkeit zurückzuführen sein könnte. Und nicht zuletzt noch 5% der Erwachsenen leidet an Asthma. Das hatte ich eben schon in der Liste aufgeführt, gehört auch zu den klassischen Symptomen und Krankheitsbildern der Histaminintoleranz bzw. der Histaminose. Warum kann denn eine Histaminintoleranz eigentlich solche unterschiedlichen Beschwerdebilder hervorrufen? Das erscheint ja fast schon unglaublich, dass ein einzelner Mechanismus zu so vielen verschiedenen Störungen befähigt ist. Ja, wir beschränken uns ja nicht nur auf den Magen-Darm-Trakt oder nur auf den Kopfbereich, sondern im Grunde genommen ist ein ganz, ganz großer Teil des Organismus betroffen. Und das lässt sich nur erklären, wenn man mal schaut, was Histamin eigentlich überhaupt ist. Histamin ist eine Substanz, die zu den sogenannten biogenen Aminen gehört. Biogene Amine sind in der Regel Abbauprodukte von Eiweißen, also eigentlich völlig natürlich vorkommende Substanzen, die wir in ganz vielen Systemen, ganz vielen biologischen Systemen finden. Unter anderem gehört zu den biogenen Aminen nicht nur das Histamin, sondern zum Beispiel auch das Cadaverin, das sind Zersetzungsgifte, auch Leichengifte, daher der Name, Tyramin, das sind Substanzen, die man zum Beispiel im Käse findet, und noch eine Reihe weiterer biogener Amine sind bekannt und gehören in dieselbe Gruppe hinein wie das Histamin. Wir können das Histamin auch hinsichtlich seiner Quellen einordnen, und zwar einmal in die erste Gruppe, nämlich der körpereigenen Quellen oder körpereigenen Substanzen, und dann in die zweite Gruppe der körperfremden Substanzen. Spannender ist vielmehr die Quelle der körpereigenen Substanzen. Wenn wir hier mal schauen, da werden wir sehen, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Quellen für Histamin im Organismus mit den unterschiedlichsten Reaktionsmustern, die dem angeknüpft sind. Einmal wird das Histamin in den Immunzellen gebildet. Das ist auch jedem eigentlich, der
ein bisschen fachlich bewandert ist, bekannt. Diese Substanz, die von den Immunzellen gebildet wird, also dieses Histamin aus den Immunzellen, fungiert als sogenannter Entzündungsmediator. Ein Entzündungsmediator ist eine Substanz, die eine Entzündung einleitet. Eine Entzündung ist ja zunächst einmal etwas völlig Normales, etwas Gesundes sozusagen. Es ist die Möglichkeit für den Organismus, es stellt eine Möglichkeit dar, Dinge loszuwerden, die es über eine natürliche Körperöffnung nicht loswerden kann. Also sprich, wenn ich irgendwelche Bakterien in meinem Körper habe oder Viren, aber auch Giftstoffe oder irgendwelche Fremdkörper, dann besteht die Möglichkeit, diese Substanzen und Fremdkörper loszuwerden, indem ich sie salopp gesagt wegentzünde. Und dafür brauche ich eine Substanz, die diese Entzündung am Entzündungsort einleitet. Und das ist der Entzündungsmediator und das ist das Histamin, das bei allen Entzündungen im Organismus eine Rolle spielt. Und was macht dieser Entzündungsmediator? Man könnte sagen, er organisiert den Entzündungsvorgang. Das heißt, das Histamin wird an den Blutgefäßen, an den kleinsten Blutgefäßen, die man die Kapillaren nennt, die werden geweitet werden und die werden porös werden. Warum? Damit die Kampfzellen, die Immunzellen aus dem Blut austreten können und in das Gewebe einwandern können, wo die eigentliche Entzündung stattfindet. Und das führt dazu, dass nicht nur die Blutzellen, also diese Kampfzellen, die Immunzellen aus dem Blut ins Gewebe austreten, sondern hier tritt auch Blutplasma aus, also der flüssige Teil des Blutes, sodass dann praktisch hier sehr viel Wasser um die Gefäße herum sich bilden und hier gestaut werden, sodass ein Ödem entsteht. Das ist der Grund, weshalb Entzündungen auch immer mit einer Schwellung einhergehen. Und natürlich auch mit einer Rötung, weil durch die Weitung der Blutgefäße fließt viel mehr Blut hindurch. Und das erscheint dann, wenn das eine oberflächliche Entzündung ist, natürlich auch als eine geschwollene Rötung. Das ist aber auch die Erklärung, weshalb Histamin diese Flush, diese Rötung im Gesicht und im Dekolleté hervorrufen können. Das ist auch eine Begründung, weshalb die Nesselsucht, ein ganz wichtiges Phänomen, das man im Rahmen der Histaminose findet, ebenfalls auslösen kann. Die Nesselsucht, die Urtikaria auch auf Fachchinesisch bezeichnet, ist also eine ganz bekannte pseudoallergische, aber auch allergische Reaktion, die man an der Haut findet, wo also diese Quaddelbildung stattfindet. Und noch eine Wirkung hat das Histamin, das aus den Immunzellen herrührt. Es macht eine Blutdruckminderung. Durch die Weitung der Blutgefäße wird der Druck etwas abgefangen und die Patienten entwickeln einen niedrigen Blutdruck. Dieser Entzündungsmediator hat aber noch löst noch einen weiteren Mechanismus aus. Nämlich durch die Weitung der Blutgefäße werden auch die Schleimhäute anschwellen. Das ist also ein Phänomen, das man natürlich sehr deutlich wiederfindet beim Schnupfen, auch bei der Sinusitis, der Nebenhöhlenentzündung und natürlich auch dem Asthma. Der Asthmatiker, der hat zwei Probleme. Er hat nicht nur eine Schleimhautschwellung, die durch die Entzündung hier hervorgerufen wird, sondern wir werden gleich sehen, das hängt auch mit dem Histamin zusammen. Die Muskulatur in den Bronchien, die krampft zusammen. Das ist ein zweiter Mechanismus, den man dem Histamin zuordnen kann. Das heißt, der Asthmatiker bekommt sozusagen von zwei Seiten ein Problem durch das Histamin und ist hiervon ganz besonders betroffen. Auch der Kopfschmerz, der histaminbedingt ist, der hat auch zu tun mit dieser Entzündungssituation, weil dieser Kopfschmerz eigentlich, es hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an, aber eigentlich ist es eine Entzündung im Kopfbereich, es ist eigentlich eine entzündliche Erkrankung, die Migräne, wo also an den Gefäßwänden Entzündungen sich abspielen, die allerdings auch relativ schnell sich dann wieder zurückbilden und die dann zu diesem pochenden, weil durch jede Blutdruckwelle hier dieses Blutgefäß nochmal gedehnt wird, ein pochender Kopfschmerz an den entzündeten Gefäßen stattfindet, ist also ebenfalls auf das Histamin zurückzuführen. Gut, Sie sehen, ich hatte eben aufgeführt, dass das Histamin ein sogenannter Entzündungsmediator ist. Das ist den allen Fachleuten in jedem Fall bekannt. Was aber schon auch den Fachleuten häufig nicht mehr so bekannt ist oder nicht mehr so auf dem Schirm ist zumindest, ist, dass die
dass Histamin nicht nur Entzündungen einleitet, sondern auch im Nervensystem gebildet wird und dort als sogenannter Neurotransmitter wirkt. Ein Neurotransmitter ist eine Substanz, die, wenn man den deutschen Namen sich anschaut, ein Nervenüberträgerstoff, das bedeutet, es ist eine Substanz, die in der Lage ist, Informationen von einer Nervenzelle auf eine andere zu übertragen. Dies läuft biochemisch ab. Dafür braucht man verschiedene Substanzen. Es gibt also ganz viele verschiedene Neurotransmitter. Und jeder Neurotransmitter hat so seine spezifische Aufgabe. Und das Histamin hat die Aufgabe, die Organmuskulatur anspannen zu lassen. Das bedeutet, dass alle Organe, die Muskulatur aufweisen und die zur sogenannten glatten Muskulatur gehören, die glatte Muskulatur, das ist die, die wir nicht willentlich beeinflussen können, diese glatten Muskelzellen, die sich an den Bronchien finden zum Beispiel, die sich an der Gebärmutter finden und die sich am Darm befinden, werden also unter Einfluss des Histamins sich zusammenziehen. Und das erklärt, warum die Asthmatiker, das hatte ich ja eben schon mal erwähnt, in ihrem Asthmaanfall nicht nur durch die Schwellung der Schleimhäute ein Problem bekommen, sondern eben auch durch das Zusammenziehen der Muskulatur. Das erklärt auch, warum Frauen, die eine Histaminose haben, besonders stark auf die Menstruation reagieren, weil während des Menstruationsvorgangs auch die Gebärmutter sich zusammenzieht. Das ist auch ein glatter Muskel und das Histamin führt dazu, dass diese Kontraktion, diese Verkrampfung zu stark werden und das wird dann als schmerzhafte Regelblutung empfunden. Und natürlich auch im Darm, das ist jetzt hier auf dem Bild ein bisschen verschoben, man könnte sagen, im Bauchbereich verschiebt sich der Darm auch durch diese Krämpfe. Es kommt zu einem starken Schmerzbild und ist wahrscheinlich eines der Hauptsymptome der Histaminose, wenn sie denn nahrungsmittelbedingt ist oder wenn sie bedingt ist durch die Darmflora, auf die ich gleich noch eingehen werde. Wir sind noch nicht fertig mit den Wirkungen des Histamins. Sie sehen, das ist eine sehr weit gefächerte Substanz, die ein weites Wirkspektrum aufweist. Das erklärt auch, warum wir hier so viele Symptome finden können. Dieses Histamin fungiert nämlich auch als Nervenüberträgerstoff, also als Neurotransmitter, wenn es darum geht, das Gefühl der Übelkeit, die Empfindung der Übelkeit aufzubauen. Immer wenn einem Menschen übel ist, muss das über einen Neurotransmitter vermittelt werden. Das bedeutet, dass Histamin hier die Aufgabe hat, Übelkeit dem Menschen sozusagen bewusst zu machen. Sicherlich hat der eine oder andere von Ihnen schon mal davon gehört, dass wenn man seekrank wird zum Beispiel, wo ja bekanntermaßen den Menschen schlecht ist, wo ihnen übel ist, dass diese Patienten im Vorfeld dieser Störung ein Antiallergikum, ein Antihistaminikum erhalten. Erstmal hört sich das ja ein bisschen verwirrend an, weil Seekrankheit hat ja sicherlich nichts mit Allergien zu tun. Trotzdem bekommen die Patienten ein Antiallergikum, weil dieses Antiallergikum, das Antihistaminikum, in der Lage ist, die Wirkung des Histamins aufzuheben und im Idealfall funktioniert das und die Menschen bekommen dann keine Seekrankheit bzw. keine Übelkeit auf See. Hier sieht man auch ganz schön diesen Zusammenhang nochmal. Außerdem wirkt Histamin im Gehirn als Neurotransmitter auch im Sinne einer wachhaltenden Wirkung. Es gibt Hormone, die in unserem Körper mehr Müdigkeit hervorrufen, die den Schlaf sozusagen einleiten. Das Histamin hält den Körper wach. Und wenn jemand hier ein Histaminproblem hat, bedeutet das, dass er auch Einschlafstörungen entwickelt, auch Durchschlafstörungen. Und wer das über einen größeren Zeitraum erlebt, der wird dann auch natürlich entsprechend übermüdet sein am nächsten Morgen. Es kann Erschöpfung sich einstellen. Also auch hier wieder eine Vielzahl von Störungen, die gekoppelt ist dann an eine mangelnde Nachtruhe. Es gibt auch noch eine dritte Gruppe von Wirkmechanismen. Das Histamin hat nämlich nicht nur die Wirkung eines Entzündungsmediators und eines Neurotransmitters, sondern es ist auch noch ein Hormon.
Und diese hormonelle Wirkung, die ist ganz interessant, die führt nämlich dazu, dass an dem, am Magen bestimmte Zellen gereizt werden, die sogenannten Belegzellen gereizt werden, hier Salzsäure zu produzieren, und zwar auch zu einem Zeitpunkt, wo keine Nahrung im Magen vorhanden ist. Normalerweise wird der Magen nur Säure produzieren, Magensaft produzieren, wenn auch wenn der Magen auch gefüllt ist, wenn also Nahrung anwesend ist. Bei dem histaminintoleranten Patienten oder dem Patienten mit einer Histaminose ist es so, dass durch die dauerhafte Histaminanflutung des Organismus hier wir ständig Übersäuerungen im Magen finden. Und das liegt eben daran, weil, wie gesagt, die Magenzellen, die Säure produzieren, empfindlich sind auf Histamin. Und dann kommt es zu den berühmt-berüchtigten Symptomen wie Sodbrennen und auch einem Hustenreiz. Der Hustenreiz entsteht dadurch, dass die Säure dann ein bisschen hochrutscht über die Speiseröhre. Das muss man auch gar nicht zwingend spüren und dann den Kehlkopf reizt, sodass die Patienten ständig hüsteln müssen. Außerdem hat diese hormonelle Wirkung, zieht diese hormonelle Wirkung noch etwas nach sich, nämlich eine Herzfrequenzsteigerung. Das heißt, der Puls steigt an. Und bei gleichzeitig absinkendem Blutdruck. Der Blutdruck wird also aufgrund der Wirkung des Histamins als Entzündungsmediators absinken, aber auch durch die hormonelle Wirkung, was auch dazu führen kann, dass die Patienten einen Schwindel entwickeln. Gut. Ich hatte ja angekündigt, dass das Histamin also nicht nur eine körpereigene Substanz ist, sondern auch eine körperfremde Substanz. Und darauf möchte ich jetzt nochmal kurz eingehen, das wird nicht ganz so umfangreich sein, nämlich findet man Histamin in verschiedenen Pflanzen, teilweise in Lebensmitteln oder nehmen Sie das Beispiel der Brennnessel, das ist so ein schönes Beispiel, das macht dann eine schöne von außen zugeführte Histaminausschüttung mit klassischer Urtikaria, also dieser Nesselsucht. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel aus dem Pflanzenreich, aber es gibt noch eine Reihe weiterer Pflanzen, die vielleicht nicht ganz so eindeutig, aber doch trotzdem Histamin in sich enthalten, auf die ich auch noch eingehen werde heute. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Bakterien, besonders die sogenannten Fäulniskeime, die in der Lage sind, Histamin zu produzieren. Und dafür gibt es zwei Quellen sozusagen. Das eine hat mit der Nahrung etwas zu tun. Das sind Bakterien, die im Rahmen von Lebensmittelherstellungsprozessen zum Tragen kommen. Es ist ja durchaus erwünscht, dass Bakterien auch Lebensmittel bearbeiten. Denken Sie zum Beispiel an die Joghurt- und Käseproduktion oder auch an die Weinvergärung. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, auch Sauerkraut zum Beispiel. Das sind alles Substanzen, Nahrungsmittel, die einem bakteriellen Reifungsprozess unterliegen. Da werde ich auch noch einige Beispiele aufführen, sodass wir also sagen können, Histamin kann auch von Bakterien produziert werden, die wir über die Nahrung aufnehmen. Und dann gibt es auch noch B, die Bakterien, die sich im Darm befinden. Das ist also zwar in unserem Körper, man müsste eigentlich genauer sagen an unserem Körper, weil der Darm eigentlich gar keine körperinnere Oberfläche darstellt, sondern eine Außenoberfläche darstellt. Das heißt, alles, was in unserem Darm, in dem Schlauch drin ist, ist genau genommen, also nicht in unserem Körper. Dafür muss es erst die Darmwand passieren und ins Blut aufgenommen werden. Erst dann können wir wirklich davon sprechen, dass eine Substanz in uns ist. Deswegen können wir das hier als körperfremde Substanz auch weiterhin durchaus so handeln. Das ist also weiter korrekt, weil wir nämlich im Darm eine riesige Flora besitzen. Das sind also circa 1,5 Kilogramm Bakterienmasse, die hier bei optimalen, schönen, warmen Bedingungen, da ist es feucht, da gibt es Nahrung, da gibt es viele Kollegen, die hier leben und entsprechend Stoffwechsel betreiben. Und im Rahmen dieses Stoffwechselprozesses entsteht unter anderem auch Histamin, wenn man die falschen Keime in einer falschen Konzentration im Darm vorfindet. Gut, zu Beginn des Seminars hier hatte ich erwähnt, dass die Histaminose eigentlich eine Erkrankung ist, wo ein Missverhältnis besteht zwischen Anflutung und Abbau des Histamins. Und diese Folie, die jetzt hier steht, Entschuldigung, beschäftigt sich also mit der abbauenden Seite des Histamins und das passiert durch ein Enzym. Dafür gibt es auch gar nicht so furchtbar viele Alternativwege für den Organismus.
Da gibt es ein Enzym, das nennt sich Diaminoxidase, auch DAO abgekürzt. Das ist ein Enzym, das in der Lage ist, also Histamin in sehr kurzer Zeit sehr effektiv abzubauen. Dafür benötigt es allerdings drei sogenannte Kofaktoren. Das sind Substanzen, die der Körper zwingend benötigt, um dieses Enzym Diaminoxidase überhaupt bilden zu können. Und diese Kofaktoren sind also Zink, Kupfer und Vitamin B6. Ganz wichtige Faktoren. Wenn also auch nur einer dieser Faktoren in einem größeren Ausmaß fehlt, sind dem Organismus die Hände gebunden. Er kann nicht ausreichend DAO, also Diaminoxidase, produzieren und das Histamin gut abbauen. Außerdem kommt leider noch erschwerend hinzu, dass noch andere Faktoren, die Aktivität dieses Enzyms beeinflussen kann, nämlich Alkohol kann dies tun, auch ein Vitamin-C-Mangel ist in der Lage, diese Aktivität der Diaminoxidase zu hemmen. Und noch etwas muss man wissen, dass auch andere biogene Amine als das Histamin, das, was ich vorhin aufgeführt hatte als Beispiel Cadaverin und das Tyrosin, das sind ja weitere biogene Amine, die werden ebenfalls von der Diaminoxidase abgebaut. Sodass, wenn der Körper also sich mit diesen anderen biogenen Aminen sehr auseinandersetzen muss, dass dann Kapazitäten fehlen für das Histamin und die Patienten dadurch dann in einen Histaminüberschuss geraten. Gut, hier ist also nochmal das Grundproblem. Sie sehen, einerseits haben wir Bildung von Histamin, andererseits Abbau des Histamins und das eigentliche Problem ist also das Histamin selbst. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass jeder von uns Histamin im Körper entwickelt, im Körper besitzt, im Körper hat, dass aber Histamin unterschiedlich stark im Körper produziert wird und unterschiedlich stark von außen aufgenommen wird, sodass sich diese Histaminmengen summieren. Sie sind biochemisch gesehen, egal wo sie herkommen, alle völlig gleich. Dem Organismus ist es völlig Schnuppe, ob das Histamin von außen zugeführt wird oder aus dem Körper selbst entsteht oder von beiden Quellen sozusagen aufeinander aufbaut. Außerdem noch etwas sollte man wissen über das Histamin. Es ist eine äußerst stabile Substanz. Sie lässt sich nicht zerstören durch Erhitzen oder durch Einfrieren oder durch andere mechanische oder biophysikalische Maßnahmen in irgendeiner Form zerstören. Nur die enzymatische Spaltung ist also möglich zum Abbau. Gut, und hier habe ich Ihnen mal eine Folie mitgebracht. Die soll beinhalten, welche Störgrößen, also welche Einflussmöglichkeiten es auf das Histamin gibt. Und da werden Sie hier sehen, was sicherlich viele von Ihnen kennen werden, besonders die Teilnehmer dieses Seminars, die vielleicht jetzt als Patienten oder als zumindest interessierte Menschen hier dran teilnehmen, die das Problem vielleicht schon mal in irgendeiner Form kennengelernt haben, die werden sich besonders mit diesem Block hier schon beschäftigt haben, nämlich mit den histaminreichen Lebensmitteln. Und wir sehen aber, dass alleine die Berücksichtigung der histaminreichen Lebensmittel nicht ausreicht, um diesem komplexen Problem gerecht zu werden, weil es hier noch eine ganze Reihe weiterer Störungen gibt, die ich natürlich jetzt gleich nochmal auch aufarbeite, die eine Rolle spielen bei dieser Problematik. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb viele Patienten sehr frustriert sind, wenn sie jetzt zum Beispiel im Internet lesen oder irgendwo anders mitbekommen haben, dass es diese Histaminintoleranz gibt und dass das gekoppelt ist an Nahrungsmitteln. Das ist schon richtig, aber es ist eben nur eine Facette. Und diese dann berücksichtigen, dann vielleicht sich sehr einschränken in ihrer Ernährung und hier Lebensmittel meiden. Und trotzdem geht es dem Patienten nicht wesentlich besser, vielleicht mal momentan ein bisschen besser, aber der durchschlagende Erfolg sozusagen bleibt aus. Man bleibt weiter histaminintolerant, weiter histaminempfindlich, müsste man vielleicht besser sagen. Und das liegt mit daran, weil man eben wissen muss, dass das Histamin sich einfach summiert und es dem Körper, wie gesagt, egal ist, wo es herkommt. Und deswegen ist nur sind nur die Lebensmittel ein Baustein in dieser Summe. Und die anderen Bausteine müssen natürlich mit berücksichtigt werden, sonst scheitert eine Therapie. Was sind das für Bausteine? Also einmal die histaminreichen Lebensmittel. Das andere, Fäulnisflora im Darm. Es gibt also die Möglichkeit, auch über den Darm, über die Darmbakterien hier große Mengen zu produzieren. Ich werde das auch natürlich gleich noch genauer aufführen.
Dann gibt es das Phänomen der Histaminliberatoren. Das sind Substanzen, die die körpereigene Histaminausschüttung fördern, die also selber gar nicht Histamin enthalten, sondern dazu führen, dass der Körper selber Histamin bildet. Dann gibt es das Entzündungssystem. Das hatte ich ja eben auch schon in einer der Folien schon aufgeführt, dass also hier das Histamin als Entzündungsmediator eine Rolle spielt und natürlich alle Entzündungen hier auch eine Quelle für Histamin darstellen. Also gerade die chronischen Entzündungen sind hier besonders hervorzuheben und ganz besonders die chronischen Entzündungen, die an den Schleimhäuten sich abspielen. Und zwar ganz besonders an den Darmschleimhäuten, wo es dann zu einem Phänomen kommt, das man eine Malabsorption bezeichnet. Das heißt, dass wenn also die Darmschleimhäute entzündet sind, dann werden viele Substanzen nicht ordnungsgemäß aufgenommen in den Körper, wie zum Beispiel die sogenannten Kofaktoren. Das wird jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ich hoffe, Sie können mir noch folgen. Die Kofaktoren, das waren die Substanzen, die wir benötigen, um die DAO aufbauen zu können. Das war Zink, Kupfer und Vitamin B6. Und nicht zuletzt hängt natürlich auch der letzte Block hiermit zusammen, nämlich der Abbau durch die Diaminoxidase. Wenn also die Diaminoxidase in nicht ausreichender Menge vom Körper zur Verfügung gestellt wird, dann kommt es ebenfalls zu einem Anstieg des Histaminspiegels im Körper mit angeschlossener Symptomatik. Gut, und um in dieses Gewirr ein bisschen Klarheit hineinzubringen, möchte ich jetzt gerne diese einzelnen Steuergrößen kurz besprechen. Sie werden verstehen, dass im Rahmen eines solchen Online-Seminars wir natürlich nicht eine umfassende Abhandlung der einzelnen Lebensmittel hier besprechen können. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Es gibt inzwischen sehr gute Literatur, die es im Handel gibt zu diesem Thema, wo man also sehr umfassende Listen bekommen kann, die auch sehr hochwertig sind. Aber als Faustregel, Sie sehen hier auch schon auf diesem Foto schon dargestellt, als Faustregel sind eigentlich all die Lebensmittel aufgeführt, die einem besonderen Reifungsprozess unterliegen oder einem schnellen Zerfallsprozess unterliegen können, wie zum Beispiel Fischprodukte. Fisch ist ja ein Lebensmittel, das sehr, sehr schnell zerfällt. Sobald die Kühlkette unterbrochen wird, entsteht in Minutenbereich entstehen die ersten Histaminmoleküle. Fisch ist natürlich eigentlich von Natur aus histaminfrei, aber sobald es die Kühlkette verlässt, fangen die Bakterien, die auch auf einem Fisch sich befinden, an, hier Zersetzungsprozesse in Gang zu bringen und biogene Amine entstehen dabei. Auch hier Käse und Wurst und Wein, klassische Vertreter der Lebensmittel, die Histamin enthalten, wie auch Sauerkraut. Woher kommt das? Das hängt damit zusammen, dass all diese Lebensmittel einem Fermentationsprozess unterliegen. Das heißt also, dass hier Reifungsprozesse stattfinden, die Bakterien gekoppelt sind. Und ganz besonders hier ist zu nennen Sekt, Bier und Wein. Hinzu kommt nämlich bei Sekt, Bier und Wein, dass diese Substanzen, diese Getränke nicht nur Histamin enthalten, sondern natürlich auch Alkohol. Und Alkohol, das hatte ich auf einer anderen Folie schon aufgeführt, hemmt auch noch zusätzlich die DAO, sodass wir also auch hier sozusagen von zwei Seiten ein Histaminproblem entwickeln, wenn wir diese Getränke zu uns nehmen. Räucherfisch und auch Fischkonserven sind auch immer sehr verdächtig für Histaminkonzentrationen, für hohe Histaminkonzentrationen. Das liegt daran, dass einmal natürlich, wie gesagt, der Fisch schnell verderblich ist, aber andererseits auch, dass Fisch ein besonderes Eiweiß enthält, eine besondere Aminosäure, die nennt sich Histidin. Die hört sich schon ganz ähnlich an und das ist sozusagen auch Programm, weil um aus Histidin Histamin zu produzieren, bedarf es nur eines einzigen biochemischen Umwandlungsprozesses, sodass also sehr schnell sehr große Mengen hier entstehen können, wenn der Fisch nicht mehr ganz frisch ist. Und Räucherfisch ist nicht mehr ganz frischer Fisch, auch wenn das ein völlig gesunder Mensch absolut toleriert und das völlig in Ordnung ist als Lebensmittel, so ist es doch bei einem histaminempfindlichen Menschen so, dass er diese Lebensmittel wirklich meiden sollte, weil Räucherfisch oder auch luftgetrockneter Fisch und eigentlich muss man sagen, alle Fischprodukte hier verdächtig sind, bis auf den eingefrorenen Fisch, der auf Hochsee schon eingefroren wird, der ist unverdächtig fürs Histamin. Dann auch alle natürlich konservierten Fleischprodukte, also die Produkte, die durch Lufttrocknung oder durch Räucherung haltbar gemacht werden, sind ebenfalls Histaminquellen, wobei sie nicht ganz so eine Histaminbombe darstellen wie die Lebensmittel, die aus Fisch produziert werden.
Und dann sehen Sie hier, dass die Liste weitergeht. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, vielleicht nur einen Punkt noch oben, die Käse. Also hier können Sie sich als Faustregel merken, umso reifer ein Käse, umso älter ein Käse ist, umso länger er gelagert wurde, umso höher ist auch die Histaminkonzentration, sodass also ein Frischkäse bei einem histaminintoleranten Patienten in der Regel gar nichts ausmacht, aber der reife Camembert oder der Münster, auch da vielleicht noch eine Faustregel, all die Käse, die stark riechen und vielleicht auch noch eine rote essbare Rinde haben, die sind also immer ganz, ganz besonders verdächtig und haben ganz hohe Histaminkonzentration, also zum Beispiel ein Limburger oder Münsterkäse, ein ganz alter Camembert, der wird ja dann auch so leicht rötlich. Das bedeutet, dass hier Bakterienkulturen schon sich dann dort ansiedeln und das sind ganz, ganz große Histaminbildner. Aber vielleicht gehen wir ganz kurz doch nochmal unten auf die Liste. Hier sehen Sie auch Tomaten. Tomaten, ganz frische Tomaten, enthalten ebenfalls Histamin. Und Sie werden auch noch nachher sehen, wenn wir über die Histaminliberatoren sprechen, dass die auch aus zwei Gründen problematisch sind, die Tomaten, weil sie selber Histamin enthalten und auch die körpereigene Histaminausschüttung fördern. Und hier sind wir auch schon bei den Histaminliberatoren. Das sind also im Allgemeinen Substanzen, die die körpereigene Histaminausschüttung bewirken. Und hier sollte man allerdings nicht nur Lebensmittel aufführen, wie eben die Tomaten und Erdbeeren, das sind also so die ganz wichtigen Auslöser, auch Walnüsse im Übrigen, das kennen viele, die Walnüsse essen, die haben auch schon ganz schnell ein Bitzeln auf der Zunge zum Beispiel, besonders bei frischen Walnüssen findet man das häufig. Das muss nicht eine Walnussallergie sein, aber das kann so ähnlich wie eine Allergie sein, deswegen nennt man ja auch die Histaminose eine Pseudoallergie, weil eben solche Symptome ähnlich einer Allergie dabei entstehen können. Noch wichtiger als die Lebensmittel bezüglich der Problematik der Histaminliberatoren sind Arzneimittel. Da gibt es eine Vielzahl von Arzneimitteln, das sind also bei weitem nicht alle, die ich jetzt hier aufgeführt habe, die da verdächtig sind. Und wenn wir mal durchschauen durch diese, also die wichtigsten Präparate, die hier aufgeführt sind, oder die wichtigsten Wirkstoffe, die hier aufgeführt sind, wenn wir hier durchschauen, dann werden wir sehen, dass also einige sehr häufig auch konsumiert werden, wie zum Beispiel die Acetylsalicylsäure, also ASS abgekürzt, was gegen Kopfschmerzen gerne natürlich genommen wird, aber auch als sogenannter Blutverdünner bei Menschen, die also zum Beispiel mal einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten. Das sind Substanzen, die sehr gerne Histamin freisetzen im Körper, wie auch hier Heparin, Codein, gut, das sind jetzt Präparate, die man vielleicht nicht ganz so häufig einsetzt, auch Röntgenkontrastmittel, ganz verdächtig, also immer wenn solche Untersuchungen anstehen, in denen man ein Röntgenkontrastmittel gespritzt bekommt, sollte man dieses Thema als histaminunverträglicher Patient unbedingt ansprechen. Und ganz besonders sollte erwähnt werden, dass Diclofenac, also ein Schmerzmittel, was im Bereich der Rheumaheilkunde eingesetzt wird, Diclofenac, Acetylsalicylsäure und Indometazin, das ist ein nicht-steroidales Antirheumatikum, also auch ein Arzneimittel aus dem Bereich der Störungen im Bewegungsapparat. Diese drei Substanzen sind ganz besonders starke Histaminliberatoren. Und hier sollte man auch wirklich das Ganze berücksichtigen. Das wissen viele histaminintolerante Patienten nicht, dass Diclofenac und ASS einen Liberator darstellen. Und da können Sie so viel auf Ihre Nahrung achten, da können Sie so viel histaminfrei sich ernähren. Wenn Sie Diclofenac oder ASS einnehmen, dann wird das also sicherlich in Ihr Beschwerdebild noch viel stärker beeinflussen als die Ernährung. Ganz besonders auffallend ist es, wenn Sie eine Situation haben, wie ich sie vor nicht allzu langer Zeit bei mir in der Praxis bei einem Patienten erlebt habe, ein Asthmatiker, eine Asthmatikerin, die dann Diclofenac auch erhalten hat im Rahmen eines Schmerzbildes im Bewegungsapparat und die dann einen schwersten Asthmaanfall sofort nach Gabe des Diclofenacs entwickelt hat. Das sind also so typische Situationen, die man aus der
Praxis findet. Und also das kann ich nur als warmen Tipp sozusagen für alle Betroffenen mitgeben. Wenn Sie also Betroffene sind von Histaminintoleranzen, achten Sie immer darauf, welche Arzneimittel Sie einnehmen sollen. Besonders wenn Sie neue Arzneimittel einnehmen sollen, achten Sie immer auf diese Thematik, nicht, dass ein Arzneimittel hier ein Problem darstellen könnte. Gut. Nochmal zurück zu dieser Übersicht. Wir hatten also eben die histaminreichen Lebensmittel angesprochen, die Histaminliberatoren. Und jetzt wenden wir uns kurz mal der Fäulnisflora zu. Das sind also die Zustände, die ich meine, die herrschen, wenn ein Patient eine sogenannte aufgewucherte Fäulnisflora aufweist. Das bedeutet also, dass bestimmte Bakterien, die man zwar bei jedem Menschen nachweisen kann, aber dass bestimmte Bakterien hier bei den betroffenen Patienten aufwuchern, auf Kosten der Bakterien, die wir in großen Mengen haben sollten im Darm. Und da gibt es eben eine ganze Vielzahl von Bakterien, die problematisch sind, zum Beispiel die Proteus-Spezies, Clostridien-Spezies, Klebsiellen, aber auch Citrobacter und noch eine ganze Reihe, die Enterokokken und, die Enterobacteriazeen und noch eine ganze Reihe weiterer Bakterien sind in der Lage, Histamin zu produzieren, besonders wenn man sie dann anfüttert mit viel Eiweiß natürlich. Dieses Histamin, das im Darm von den Fäulnisbakterien produziert wird, wird ganz besonders natürlich lokal an der Darmschleimhaut eine Entzündung hervorrufen. Dann kann es also zu diesen Durchfällen kommen. Sie wird aufgrund der Fähigkeit, einen Einfluss auf die Darmmuskulatur auszuüben, auch hier Krämpfe hervorrufen. Das ist also ganz typisch, wenn histaminempfindliche Menschen jetzt zum Beispiel eben einen Rotwein trinken und vielleicht noch einen histaminreichen Käse dazu essen und eben eine Fäulnisflora aufweisen, dass sie dann mit starken Bauchkrämpfen reagieren können. Und außerdem auch hier eine toxische Belastung an der Darmwand hervorrufen durch das Histamin, das die Entzündungssituation hier noch verschlimmert. Außerdem werden diese toxischen Substanzen, die also im Rahmen der Fäulnisprozesse entstehen, auch ins Blut aufgenommen und belasten dann Leber und Gehirn und überhaupt den gesamten Organismus. Dann hatten wir noch einen weiteren Punkt, das war der DAO-Mangel, den ich schon angesprochen hatte. Da möchte ich jetzt nur noch mal kurz auf die Kofaktoren eingehen. Diesen DAO-Mangel, der lässt sich häufig alleine durch die Gabe von Zink, Vitamin B6 und Kupfer ausgleichen. Allerdings sollte man da immer im Vorfeld auch eine Untersuchung durchführen, ob diese Substanzen, speziell das Zink und das Kupfer, nicht schon eventuell ausreichend im Körper vorhanden sind und vielleicht nur das Vitamin B6 fehlt, weil man sollte das deswegen untersuchen, weil eine blinde Gabe von Zink und Kupfer, ohne es vorher zu kontrolliert zu haben, dazu führen kann, dass man auch überversorgt wird mit diesen Substanzen. Und das ist ein bisschen problematisch beim Zink und beim Kupfer. Es geht also nicht darum, viel im Körper zu haben, sondern die richtige Menge. Leider gibt es auch Menschen, die haben einen genetischen Defekt, der dazu führt, dass der DAO-Mangel dann genetisch eben bedingt ist und der dann auch sehr schwer zu beeinflussen ist. An diesem Mechanismus leiden und diese Patienten, da kann man eigentlich nur dann wirklich mit einer DAO-Substitution, also mit einem Ersatz sozusagen, arbeiten, um diesen Mangel auszugleichen. Gut, blockierende Faktoren der DAO sind auch Alkohol, schon erwähnt, aber auch Tee, Kakao, Mate-Tee und Theobromin. Das ist eine koffeinähnliche Substanz, die man sehr häufig in den sogenannten Energy Drinks findet. Und gerade also auch in diesem Zusammenhang sollte man mal seinen Konsum dieser Energy Drinks mal überdenken, ob da nicht eventuell hier auch ein Zusammenhang besteht. Nun werde ich immer wieder auch gefragt, wie das mit der Diagnostik ist. Wie kann man denn eigentlich eine Histaminose oder eine Histaminintoleranz diagnostizieren? Da muss man klar sagen, es gibt nicht die eine diagnosesichernde Untersuchung. Das ist leider nicht möglich, sondern was ganz wichtig ist, ist, dass man erst einmal, das ist das Allerwichtigste, ein ausführliches Gespräch mit dem Patienten führt
um zu schauen, welche Facetten dieser ganzen Störgrößen hier bei diesen Patienten, bei dem individuellen Menschen, der eben vor mir sitzt, besonders zum Tragen kommen. Das ist etwas, das man nicht durch einen Test irgendwie verifizieren kann, sondern nur durch ein ausführliches anamnestisches Gespräch möglich ist. Aber was können wir sonst diagnostisch, um diese Erkrankung mehr eingrenzen zu können, anbieten? Man kann die DAO feststellen. Man kann also eine Blutuntersuchung durchführen und kann schauen, ob die Patienten überhaupt ausreichend DAO bilden. In dem Zusammenhang sollte man natürlich auch gleich die Kofaktoren feststellen. Das waren also diese Zink-, Kupfer- und Vitamin B6-Analysen. Hierbei sollte man nur darauf achten, dass das sogenannte Vollblutanalysen sind, weil nur diese zu dieser Fragestellung eine Aussagekraft haben. Serumanalysen sind hier nicht hilfreich. Zudem kann man auch schauen, wie der Histamingehalt im Stuhl selbst ausschaut. Also gerade wenn man den Verdacht hat, dass bei Patienten die Histaminquelle besonders im Darm eine Rolle spielt, kann man also hier über Stuhlproben die Histaminkonzentration feststellen. Das ist ein bisschen tricky, da braucht man so ein spezielles Set, um das feststellen zu können. Aber es ist ganz einfach letztlich durchzuführen. Es geht nur nicht mit einer normalen Stuhlprobe. Dafür müsste Ihnen dann der Therapeut oder der Arzt oder Heilpraktiker Ihnen dann die Materialien mit nach Hause geben. Auch Darmflora-Analysen sind sehr sinnvoll in diesem Zusammenhang, einfach um nachzuschauen, ob eventuell hier eine massive Aufwucherung der Fäulnisflora vorliegt. Gut, und demnach ist natürlich auch die Therapie nicht einheitlich gekennzeichnet. Als allererstes muss sich der Patient mit seinem Krankheitsbild beschäftigen. Ihm muss klar sein, dass verschiedene Facetten hier eine Rolle spielen, dass also nicht nur die Ernährung berücksichtigt werden muss, sondern eben auch noch ganz andere Faktoren. Deswegen kann man auch keine allgemeinen Empfehlungen aussprechen. Sicherlich gehört aber die Meidung von histaminreichen Lebensmitteln dazu. Es gehört die Meidung von Histaminliberatoren dazu. Das heißt, man muss auch mit dem Patienten, fragen Sie also Ihren Arzt oder Heilpraktiker, ob er eine Liste hat über die histaminliberierenden oder auch histaminblockierenden Arzneimittel. Und gehen Sie mal mit Ihrem Therapeuten einfach mal alle Arzneimittel, die Sie gegebenenfalls einnehmen, mal durch hinsichtlich dieser Fragestellung. Außerdem, wenn eine gestörte Fäulnisflora vorliegt, kann es sinnvoll sein, mit probiotischen Substanzen zu arbeiten. Hier hat es sich sehr bewährt, hochaktive milchsäurebildende Probiotika einzusetzen, sogenannte Multistammpräparate, die also viele verschiedene synergistisch, also sich unterstützende Keimspezies enthaltende Präparate einzusetzen. Das ist sicherlich bei den Patienten, die eine Fäulnisflora haben, eine aufgewucherte, ebenfalls sinnvoll. In ganz hartnäckigen Fällen kann es auch mal sinnvoll sein, DAO direkt einzunehmen, also direkt zu Beginn einer Mahlzeit gibt es da verschiedene Hersteller, die die Diaminoxidase als Enzym in verkapselter Form anbieten. Ich halte das nicht für eine gute Dauerlösung. Abgesehen davon sind diese Präparate relativ teuer. Und außerdem gehen sie eben auch nicht an die Ursache des Problems, sodass ich glaube, dass man das nur für den Notfall sozusagen dabei haben sollte, bei den Patienten, die sehr stark davon betroffen sind. Auch die mögliche Einnahme der Kofaktoren steht uns zur Verfügung. Also bei den Patienten, wo eben ein Zink-, Kupfer- oder B6-Mangel oder auch ein Vitamin-C-Mangel vorliegt, kann man dies hier gut einnehmen. Auch hier nicht als allgemeine Empfehlung bitte zu verstehen, sondern als, als Hinweis für spezielle Situationen bei den Patienten, wo es darum geht, dass die körpereigene Histaminfreisetzung sehr ausgeprägt ist, wo vielleicht auch Arzneimittel eingenommen werden müssen, aus einem Grund, weil sie zum Beispiel sehr ernstzunehmende Erkrankungen aufweisen. Da kann man ja nicht einfach ein Arzneimittel einfach nur mal absetzen, sondern da muss man unter Umständen das Arzneimittel ergänzen durch Chromoglyzinsäuregaben. Das sind also Substanzen, die in der Lage sind, die körpereigene Histaminausschüttung eben zu reduzieren.
Und wenn möglich, sollte man natürlich die Arzneimittel, wo es dann Alternativwirkstoffe gibt, also die Arzneimittel, die Histamin als Histaminliberatoren fungieren und es Alternativwirksubstanzen gibt, da sollte man einen Austausch vornehmen. Also gerade bei der Schmerzmittelfragestellung und der Fragestellung nach Blutverdünnern. Gut. Wir sind am Ende dieses Vortrages, dieses Seminars angekommen. Wenn Sie also möchten, können Sie jetzt sehr gerne in dem Chatbereich unten Fragen stellen. Ich sehe auch schon, dass da schon Fragen eingegangen sind. Sie können aber auch, falls Ihnen noch Fragen später kommen, können Sie natürlich auch auf die Medivere Homepage gehen. Dort gibt es auch Foren, beziehungsweise ein Forum, das ich auch betreue. Da können Sie natürlich gerne auch zu dem heutigen Vortrag auch Fragen stellen, die ich Ihnen dann per Forum dann beantworten werde. Gut, dann komme ich zur ersten Frage von Frau Eisele. Man hört und liest ja immer wieder, dass man von der Histaminintoleranz geheilt werden kann. Wie ist das möglich? Kennen Sie Beispiele, wie das geschafft wurde? Ja, das ist natürlich möglich. Also es ist so, die Histaminintoleranz bzw. die Histaminose ist ja eine Störung, bei der also diese individuelle Schwelle, ab der wir reagieren, erreicht wurde durch eine Subsumierung von Histaminquellen, also aus der Nahrung oder eben körpereigenes. Und ich möchte Ihnen mal ganz kurz, ich hüpfe mal kurz zurück in den Folien und gehe mal auf diese Übersicht. Da gibt es nämlich einen Punkt, halt, das war jetzt eins zu weit. Da gibt es einen Punkt, der das ganz gut erklärt. Ich möchte Ihnen mal das Beispiel nennen, dass Sie einen Patienten darstellen oder dass Sie einen Patienten kennen, der zum Beispiel zu wenig DAO bildet. Das kann ja sein. Wenn ich also zu wenig DAO bilde, wird es dazu führen, dass ich zu viel Histamin im Körper habe. Und wenn dieses Histamin sich im Darm befindet, weil ich eben zusätzlich zum Beispiel eine Fäulnisflora habe im Darm, die viel Histamin produziert, dann kommen hier zwei Aspekte zusammen, die man übrigens sehr, sehr häufig findet. Das ist ein Phänomen, das ist vielleicht sogar am häufigsten zu nennen, dass also Menschen hier zu viel Flora-Aktivität haben im Darm, hier viel Histamin entsteht und dieses nicht abgebaut wird. Was macht das jetzt im Darm? Jetzt mal neben den Beschwerden, die es hervorruft, macht es auch eine Schleimhautentzündung mit dieser angeschlossenen Malabsorption. Malabsorption steht für Aufnahmestörung. Und gemeint ist damit die Aufnahmestörung für verschiedene Mikronährstoffe, eben wie zum Beispiel die Kofaktoren. Und Sie sehen, wir kommen hier in einen Kreislauf. Weil die Kofaktoren, wenn die fehlen, können wir keinen DAO aufbauen, können wir kein Histamin abbauen, wird die Entzündung am Darm sich weiterführen, vielleicht sogar noch schlimmer werden und dann werden wir noch schlechter die Kofaktoren aufnehmen können und das nennt man einen klassischen Teufelskreis. Und wenn Sie erstmal in diesem Teufelskreis drin sind, dann können Sie mit der Reduktion des Histamins aus Lebensmitteln, also wenn Sie jetzt eine ganz histaminfreie Diät durchführen, dann wird es Ihnen vielleicht einen Tick besser gehen, aber Sie werden zu keinem Ergebnis kommen. Sie müssen also diesen Teufelskreis durchbrechen. Und das kann man nur durchbrechen, indem man alle Facetten zeitgleich berücksichtigt. Und dann haben Sie eine Chance, wieder Ihren Darm so in Ordnung zu bringen, dass Sie auch wieder ausreichend Kofaktoren aufnehmen können und dann auch ausreichend DAO bilden können, sodass Sie aus diesem Teufelskreis ausbrechen und tatsächlich in die Heilung auch kommen können. Also ich sehe das als absolut mögliche Situation. Der einzige Grund eigentlich, der besteht, der sehr schwierig beziehungsweise eigentlich gar nicht zu behandeln ist, ist der seltene Fall, dass man eben an diesem Gendefekt leidet, wo genetisch bedingt die Diaminoxidase nicht gebildet oder kaum gebildet wird. Das lässt sich natürlich ursächlich nicht behandeln, aber das macht auch nur einen ganz kleinen Prozentsatz aus der betroffenen Menschen. Dann noch eine Frage von Frau Nemero. Sind Ihnen auch neuropathische Beschwerden als Symptom der HIT bekannt? Also erstmal für die Allgemeinheit, neuropathische Beschwerden, das sind also Nervenbeschwerden. Nervenbeschwerden können getriggert werden durch eine Histaminintoleranz, besonders also all die Beschwerden, die aufgrund einer Entzündung im Organismus vorliegen.
Das ist durchaus bekannt. Man müsste sich also jetzt mal mit Ihnen darüber unterhalten, welche genauen neuropathischen Beschwerden Sie meinen. Manche Beschwerden stehen im Zusammenhang mit einer HIT, aber eben nicht alle. Dann noch eine Frage von Frau oder Herr Emami. Nee, Frau Emami, mein Mann reagiert mit vielen dieser Symptome auf fast alles, was er isst. Kann es sich trotzdem um eine HIT handeln? Jetzt muss ich die Frage nochmal lesen. Mein Mann reagiert mit vielen dieser Symptome auf fast alles, was er isst. Kann es sich trotzdem um eine HIT handeln? Ja, also gerade dann würde ich sagen, kann es sich um eine HIT handeln, weil er ja ganz viele Symptome dieser Liste aufzeigt. Also ich würde Ihrem Mann empfehlen, sich an einen Therapeuten zu wenden, der auch Bescheid weiß über die Problematik der Histaminintoleranz. Und sicherlich, wenn das bei ihm der Fall ist, kann ihm auch geholfen werden. Dann eine Frage von Frau Zelger. Bei mir wurde CLL, die chronisch-lymphatische Leukämie, diagnostiziert. Besteht hier ein möglicher Zusammenhang zu meiner Histaminintoleranz? Also da muss ich sagen, den Zusammenhang würde ich nicht herstellen. Und zwar in beide Richtungen nicht. Weder die CLL führt zu einer Histaminintoleranz, noch führt eine Histaminose zur CLL. Also dort einen Zusammenhang zu schaffen, das ist mir nicht bekannt, nein. Gut. Wir haben hier noch eine ganze Reihe weiterer Fragen. Eine Frage von Herrn Schweitzer, der sich erstmal für das Seminar bedankt, bitte sehr gerne. Macht es bei einer Histaminose Sinn, S-Adenosylmethionin zu supplementieren? Eigentlich, also nein, würde ich sagen, das macht keinen Sinn. Ich sehe auch, dass ich vermute mal, dass Sie Arzt oder Heilpraktiker sind. Das ist schon eine sehr spezielle Frage. Also das kann man als allgemeine Empfehlung sicherlich nicht empfehlen. Vielleicht bei den Patienten, die eine ausgeprägte Fäulnisflora-Situation aufweisen, also wo die Ursache ganz ausgesprochen im Darm liegt, da könnte es Sinn machen, aber als heißen Tipp sozusagen würde ich das nicht sehen. Dann nochmal eine Frage von Frau Emami. Wie kann eine HIT neurologische Symptome hervorrufen? Also da muss ich jetzt, die Frage muss ich jetzt mal ein bisschen überspringen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das hängt letztlich damit zusammen, dass das Histamin im Körper laufende Entzündungen sozusagen weiter am Laufen hält. Vielleicht das an dieser Stelle zur Erklärung, sonst müsste man das Ganze ein bisschen ausweiten. Dann eine Frage von Frau Herrmann. Es heißt, dass man keine Nahrung aufwärmen soll. Ich vermute, Frau Herrmann, Sie meinen bezüglich der Histaminkonzentration. Sie dürfen, also das mit dem Aufwärmen, das spielt überhaupt keine Rolle beim Histamin. Der Punkt ist eher der, dass wenn Sie eine Nahrung wieder aufwärmen, heißt das, dass sie irgendwann mal abgekühlt ist. Und wenn sie abgekühlt ist, stand sie wahrscheinlich dann irgendwo mal rum. Ob das jetzt im Kühlschrank war oder draußen auf dem Herd, immer wenn die Nahrung besonders viel Eiweiß enthält, also besonders ein Fischgericht sozusagen, wenn Sie das jetzt stehen lassen und es wieder aufwärmen und dadurch auch wieder verzehren, dann kann das natürlich wesentlich mehr Histamin enthalten, als es ursprünglich mal enthielt. Aber das Aufwärmen selbst, das hat überhaupt gar keinen Einfluss auf die Histaminkonzentration, weder fördernd noch abbauend. Dann eine Frage von Frau Freude. Gibt es oft Zusammenhänge mit einer Fructoseintoleranz? Ja, es gibt einen gewissen Zusammenhang mit der Fructose, der Form halber muss ich hier ein kleines bisschen korrigieren, weil Fructoseintoleranz ist eigentlich nicht der ganz korrekte Begriff, weil das ist eine ganz, ganz schwere Erkrankung, die meinen Sie sicherlich nicht, Sie meinen wahrscheinlich das, was man so landläufig als Fructoseintoleranz bezeichnet, das ist also die intestinale Fructose-Malabsorption, ein riesiges Wort, Ungetüm. Das, was man also, wie gesagt, landläufig als Fructoseunverträglichkeit meint, das gibt es tatsächlich, da gibt es einen Zusammenhang, weil vielleicht schauen Sie auch hier nochmal auf dieses Schaubild, das können wir dafür auch ganz gut benutzen.
die fruktoseunverträglichen Patienten, die haben eine intestinale Fructose-Malabsorption. Hier kommt nochmal dieser Begriff. Und dieser Begriff, der ist jetzt nicht reserviert für Histaminintoleranzen, sondern das ist eine allgemeine Umschreibung für einen Zustand, wo Patienten nicht ausreichend Mikronährstoffe oder auch Makronährstoffe nicht richtig aufnehmen können. Und wenn Sie jetzt eine ausgeprägte Fructose-Malabsorption haben, kann das da auch dazu führen, dass Sie zum Beispiel die Kofaktoren nicht richtig aufnehmen. Und das kann langfristig, dafür muss allerdings diese Fructose-Unverträglichkeit schon länger bestehen, also schon Monate oder Jahre bestehen, dann kann es langfristig auch zu einer Histaminintoleranz führen. Insofern gibt es da einen Zusammenhang. So, dann die Frau Knöchel. DAO ist mir bekannt, was aber ist mit HNMT? Diese Erklärung habe ich hier leider vermisst. HNMT, also da stehe ich auf dem Schlauch, wenn Sie so nett wären und mir das nochmal kurz schreiben würden, was das sein soll, dann kann ich vielleicht auch darauf eingehen. Dann eine Frage von Herrn Lindinger. Manche Therapeuten erklären dem Patienten, dass eine Ermittlung der IgEs notwendig sei. HIT ist doch keine allergische Reaktion des Körpers, oder? Herr Lindinger, Sie sprechen da was ganz Interessantes an. Es ist so, dass wir, das habe ich jetzt einfach ein bisschen weggelassen, einfach weil ich den Rahmen nicht sprengen möchte und dass dieses komplexe Problem nicht noch komplexer machen möchte. Aber einmal muss ich jetzt doch mal kurz darauf eingehen, weil Sie es auch ansprechen. Es ist so, die Histaminose ist eigentlich ein Überbegriff. Wir müssten das also als einen Titel nutzen, um alle möglichen Nahrungsmittel Unverträglichkeitsreaktionen hier zu subsumieren. Und dazu gehört auch die IgE-vermittelte Allergie. Die Allergie ist also eine Unterform der Histaminose. Weil im Rahmen eines allergischen Prozesses ist es so, dass hier Zellen, die hier sogar auch auf dieser Folie aufgeführt sind, nämlich die sogenannten Mastzellen. Die Mastzellen sind Zellen, die also zum Entzündungssystem gehören. Und immer dann, wenn IgEs, das sind Antikörper der Gruppe E, wenn die ins Spiel kommen, das sind also die typisch allergischen Antikörper, wenn die ins Spiel kommen, dann führen die dazu, dass die Mastzellen degranulieren. Das heißt, sie zerfallen und die bestehen im Inneren aus ganz viel Histamin, sodass also eine IgE-vermittelte Allergie tatsächlich auch eine Art der Histaminose darstellt. Sie sehen, wir müssten also eigentlich dieses Schaubild um noch eine Facette weiter ausweiten. Nur ist es so, dass wenn Patienten tatsächlich an Allergien leiden, besonders an Nahrungsmittelallergien leiden, ist es eigentlich, also auch den üblichen Ärzten, jetzt ohne jetzt schlecht über sie reden zu wollen, aber doch auch den üblichen Ärzten bekannt, dass hier natürlich Histamin ausgeschüttet wird. Und wie gesagt, es ist dem Organismus völlig wurscht, wo das Histamin herkommt, ob das im Rahmen eines allergischen Prozesses passiert oder über die Nahrung oder von wo auch immer. Insofern muss man also sagen, die Histaminose ist keine Allergie, Sie haben vollkommen recht, aber die Allergie ist eine Histaminose. Dann eine Frage von dem User Fraswa. Kann mir jeder Arzt eine Histamindiagnose verordnen? Also eine Diagnose wird normalerweise nicht verordnet, hoffentlich nicht verordnet. Also kann er das Labor beauftragen oder muss es ein spezielles Labor sein? Ist das eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung? Es ist die DAO-Bestimmung kann eine gesetzliche Krankenversicherung übernehmen. Ob das Speziallabore durchführen, ja, das muss man wohl so sagen, dass also bei weitem nicht alle Laboratorien in der Lage sind, diese Untersuchung durchzuführen. Das fängt schon damit an, dass also die Fäulnisflora-Bestimmung nur in speziellen Laboratorien durchgeführt werden. Da gibt es aber eine ganze Reihe in Deutschland. Die Kofaktorenbestimmung über eine Vollblutanalytik und auch die DAO-Bestimmung, das sind auch, sagen wir mal, Bestimmungen, die nicht in einem Standardlabor laufen. Zum Beispiel kann man hier das Labor Ganzimmun nennen in Mainz. Das ist in der Lage, all die Untersuchungen hier durchzuführen, auch speziell die Untersuchung auf Histamin im Stuhl, was auch so ein bisschen tricky, wie gesagt, ist, wird hier angeboten. Also Sie brauchen sicherlich einen Arzt oder einen Heilpraktiker, der diese Untersuchungsoptionen kennt.
Und man braucht auch ein Labor, das diese Untersuchung durchführen kann. Aber im Prinzip kann das jeder Therapeut tun. Und was die Krankenkassenerstattung angeht, da sieht es ein bisschen schwierig aus. Also die gesetzlichen Krankenversicherungen, die beteiligen sich da ungern dran. Das muss man im Zweifel auch vielleicht im Vorfeld mal abklären. Dann eine Frage von Frau Scheibe. Haben Sie bzw. Ihre Patienten schon gute Erfahrungen mit Akupunktur gemacht? Ja, da gibt es durchaus Erfahrungen. Speziell die körpereigene Histaminausschüttung kann über Akupunktur positiv beeinflusst werden, ganz klar. Ich setze selber auch Akupunktur ein, vielleicht nicht so häufig bei diesem Problem der Histaminose, aber das ist durchaus eine Möglichkeit, eine Option. Aber es stellt nur eine Facette dar, die berücksichtigt wird. Also alleine über die Akupunktur halte ich es für eigentlich nicht möglich, das Bild nachhaltig zu beeinflussen. Dann noch eine Frage von Frau Albers. Kann es auch einen sehr aufgeblähten Bauch machen? Ja, also die Histaminintoleranz selbst macht keinen aufgeblähten Bauch, aber man kennt den aufgeblähten Bauch in dem Zusammenhang durch diese Fäulnisflora, weil die Fäulnisflora eben nicht nur Histamin und andere unangenehme Substanzen produzieren, sondern die produzieren auch sehr viel Gas. Und diese Gase machen natürlich einen Blähbauch und das kann ganz monströse Ausmaße annehmen. Also die sind sehr stoffwechselaktiv, diese Keime, und können also ganz erhebliche Gasproduktionen nach sich ziehen. Dann eine Frage von Herrn Wengerter. Ist ein bloßer DAO-Bluttest aussagekräftig? Ein Arzt hat diesen bei mir getestet, er war in Ordnung. Ich habe aber gehört, dass dieser auch nur in Relation zum Histaminwert von Bedeutung ist. Dieser wurde aber nicht getestet. Wie sehen Sie das? Also, es ist, da ist viel Richtiges dabei. Es ist so, wenn man den DAO-Wert testet und dieser in Ordnung ist, dann muss man erst einmal wissen, was das überhaupt bedeutet, dass er in Ordnung ist. Das hört sich erstmal ein bisschen eigenartig an, aber es ist so, dass die Normwerte, wie sie beim Gesunden zu finden sind, also der Wert, der, wo man sagen würde, bei einem nicht betroffenen Patienten reicht diese DAO-Konzentration aus, um Histamin abzubauen. Dieser Wert, der ist nicht einheitlich. Das ist leider ein bisschen schade, muss man sagen, weil es da keine einheitlichen Richtwerte gibt. Und es ist allerdings so, das ist etwas, was ich schon sehr oft erlebt habe, wenn man eben nicht die anderen Werte mit berücksichtigt, dass man eine scheinbar ausreichende Diaminoxidase hat, also sprich, ich eigentlich im Normbereich liege mit dem Enzym, das das Histamin abbaut, aber gleichzeitig viel zu viel Histamin im Körper aufweise. Wo also eigentlich bei einer normalen Histaminmenge mein DAO ausreicht, um dieses Histamin abzubauen, aber da ich jetzt aus irgendwelchen verschiedenen Gründen zu viel Histamin bilde, reicht das normale DAO eben nicht aus, um diesen Überschuss abzubauen. Und dann kriegen Sie ebenfalls Symptome, weil, wie gesagt, ja der Körper einfach nur summiert und es ihm wurscht ist, wo das Histamin herkommt. Sobald also die individuelle Schwelle überschritten wird, haben Sie ein Problem. Und deswegen muss man sagen, das ist richtig, dass man ihn in Relation zum Histaminwert sehen muss. Wenn das der Arzt so formuliert hat, ist es absolut korrekt. Frage ist dann nur, warum hat er denn nicht die anderen Faktoren mitbestimmt, um bei Ihnen dann das Bild abzurunden und auch dann Therapieoptionen dann anzusetzen. Frau Hartmann, ist die individuelle Histaminschwelle beweglich? Verändert sich diese Schwelle durch die Menge des zugeführten Histamins oder ist es konstant? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die kann ich Ihnen leider auch nicht so ganz genau beantworten. Diese Schwelle scheint sich ein bisschen zu verändern. Welche Faktoren das sind im Einzelnen, das ist ganz schwer zu beantworten. Also man kennt Faktoren im positiven Sinne, dass zum Beispiel Schwangere eine extrem hohe Toleranz haben, weil sie also in der Lage sind, unheimlich viel DAO zu bilden. Das hängt damit zusammen, dass ja das Histamin auch auf den Gebärmutter krampfartig einwirkt. Und das will man ja unter allen Umständen verhindern, wenn da ein Baby im Bauch ist und dann der Uterus sich ständig kontrahieren würde, dann käme es ja vielleicht zu einer Totgeburt oder einer Frühgeburt. Und das will die Natur verhindern, deswegen stattet sie die Schwangeren mit extrem viel DAO aus. Also da gehen die Werte, die steigen an um das 500-fache, teilweise um das 1000-fache an. Das heißt, die Frauen sind dann auch geschützt vor ihren Histaminproblemen.
Was aber der Mechanismus ist, der dazu führt, dass dieses Histamin dann, dass die Deaminoxidase ansteigt, das ist noch nicht geklärt, das weiß man nicht genau. Und da gibt es noch so ein paar andere Faktoren im Leben. Wahrscheinlich spielt Stress eine Rolle, dass Stress also diese Schwelle herabsetzt. Das Alter scheint auch eine Rolle zu spielen, aber das sind alles noch nicht ganz gesicherte Erkenntnisse. Insofern eine sehr gute Frage, die ich Ihnen leider nicht ganz beantworten kann. Dann eine Frage von Thyresel, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da ich an Östrogendominanz leide oder litt, wende ich natürliche Progesteroncremes an. Seither hat sich meine Histaminose verbessert. Im Ärzteblatt wurde erwähnt, dass betroffene Frauen häufig auch unter Östrogendominanz leiden. Warum wird dieser Punkt fast nie erwähnt? Meinen Sie jetzt im Zusammenhang mit der HIT, also es ist richtig, eine Östrogendominanz wird häufig nicht erwähnt, aber ich sehe jetzt nicht so ganz im Moment, muss ich gestehen, den Zusammenhang zu unserem Thema. Deswegen gehe ich jetzt mal direkt zur nächsten Frage von Frau König. Mein Bruder und ich haben beide eine HIT. Auch bei meiner Mutter ist es wahrscheinlich so. Liegt zwingend ein Gendefekt vor? Nein, also ganz sicher nicht, liegt da zwingend ein Gendefekt vor. Das kann natürlich sein, aber das muss überhaupt nicht sein. Sie glauben nicht, wie viele Menschen an einer Histaminunverträglichkeit leiden. Das ist ein wirklich verkanntes Krankheitsbild, einfach weil man unheimlich viel Zeit benötigt, um einen Patienten, Sie merken das ja, wenn man darüber spricht, das ist ja ein sehr komplexes Geschehen, und um da einen Patienten wirklich einzuordnen und alle Facetten bei diesem Individuum dann zu finden, das bedarf ein bisschen Zeit. Und Zeit ist Mangelware in der Medizin und deswegen wird das sehr oft übersehen. Also das muss überhaupt nicht sein, dass es ein Gendefekt ist. Und wenn ja, lässt sich dieser auch über einen Gentest verifizieren. Dann eine Frage von Deronia, von Frau Deronia. Gibt es einen Zusammenhang zwischen KPU und einer HIT? KPU ist die Kryptopyrolurie. Das ist eine Störung, die im Verdacht steht, im Zusammenhang zu stehen mit den Hyperaktivitätssyndrom bei Kindern zum Beispiel. Ob es da einen Zusammenhang gibt, also es gibt sicherlich einen Zusammenhang, nämlich der Zusammenhang, dass eine Histaminose, die im Darm sich schwerpunktmäßig abspielt, hier dazu führt, zu dieser bekannten Malabsorption, die ich ja heute schon mehrfach erwähnt habe. Und die kann ein Problem bei speziell diesen Kindern darstellen, was die Aufnahme besonders des Zinks angeht. Insofern kann es da einen gewissen Zusammenhang geben, aber also eine direkte Verbindung herzustellen, halte ich für ein bisschen gewagt. So, jetzt habe ich hier noch einen Zettel reingeschoben bekommen von Frau Hartmann, die sich nochmal über die HNMT, die Histamin-N-Methyltransferase, nochmal auf die bezieht. Ob die, wie war die Ausgangsfrage? Ach so, dass das nicht erwähnt wird im Rahmen der Histaminintoleranzen. Erstens die Erfassung, die labortechnische Erfassung dieses Parameters schwierig ist. Und zweitens dieser Mechanismus in meinen Augen weit weniger bedeutsam ist als der Mangel an DAO. Aber im Prinzip kann man es natürlich als eine weitere Facette mit aufnehmen in diesen Potpourri an Möglichkeiten. Gut, ich sehe, hier haben wir noch ein paar Fragen, die möchte ich dann gerne noch abarbeiten. Ich würde Sie bitten, dann vielleicht jetzt keine neuen Fragen mehr zu stellen, weil es ja doch sehr viele sind. Sie haben ja auch noch die Möglichkeit, über das Medivere-Forum, wie gesagt, die Fragen zu stellen. Dann komme ich jetzt noch zu den letzten Fragen. Eine noch von Frau Watzgalüte oder sowas, ich kann es leider nicht genau lesen. Kann eine HIT auch durch ein Ekzem entstehen? Also ein Ekzem, also eine, wenn es ein Ekzem ist im Sinne einer Neurodermitis und dieses schon sehr lange besteht, ist das mit eine chronische Entzündung, die man berücksichtigen muss als Quelle für Histamin. Also hier könnte es durchaus eine Rolle geben, einen Zusammenhang geben, aber ich würde nicht sagen, dass die HIT die Ursache des Ekzems ist, sondern eher die Folge daraus. Dann eine Frage von Frau Albers, gibt es eine Therapeutenliste?
Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Also vielleicht gibt es auch eine Therapeutenliste, aber mir ist keine bekannt. Sie meinen sicherlich eine der Therapeuten, die sich jetzt mit der Histaminproblematik besonders beschäftigen. Also nein, aber es gibt die Möglichkeit, eventuell über Berufsverbände zum Beispiel, also diese Fragestellung wird ja überwiegend von Heilpraktikern auch abgedeckt. Wenden Sie sich mal an die Berufsverbände der Heilpraktiker, die haben auch oft die Möglichkeit, über Mitgliedschaften der Heilpraktiker in diesen Verbänden eben auch Informationen loszuwerden, wie sie arbeiten, und eventuell gibt es dann auch hier den Hinweis auf einen Therapeuten, der sich hier auskennt. Dann eine Frage von Frau Fischer. Kann die HIT auch Angststörung, Panikschübe und Schwindel verursachen und Übelkeit mit Brechreiz? Also, die HIT ist in der Lage, sehr vieles auszulösen. Ob Angststörungen tatsächlich ausgelöst werden durch die HIT, das würde ich eigentlich eher verneinen. Es ist nur so, dass Patienten, die zu Angststörungen neigen, und die zusätzlich noch eine HIT aufweisen, dass diese sehr schnell sich, sagen wir mal, in ihre Angststörung auch hochschaukeln können, weil natürlich diese Angststörung ähnliche Symptome auch auslösen kann wie bei einer HIT, wie zum Beispiel der Schwindel und die Übelkeit. Es ist so, die Psyche ist durchaus auch in der Lage, auf den Histaminhaushalt eine Rolle auszuüben. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man sagen kann, dass die Histaminintoleranz die Ursache der Angststörung ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Angststörung durch eine Histaminintoleranz eher getriggert wird. Aber als Ursache kommt es eher nicht in Frage. Eine Frage von Herrn Pauli. Zurzeit besteht ein aktuelles und zunehmendes Sodbrennen. Kann die Histaminose Ursache sein? Bis vor etwa einem Jahr wurde täglich über einen Zeitraum von circa 2 Jahren Diclofenac eingenommen. Also es ist so, Sodbrennen und Histaminose, das passt sehr, sehr gut zusammen. Sie sollten unbedingt, wenn Sie also besonders 2 Jahre lang Diclofenac eingenommen haben, mit Ihrem Arzt mal darüber sprechen, ob es nicht sinnvoll wäre, wenn man dieses Diclofenac wirklich nehmen muss, ob es nicht sinnvoll wäre, hier mal auf Ibuprofen zum Beispiel auszuweichen, weil Ibuprofen kein Histaminliberator ist und eine ähnliche Wirkung wie Diclofenac aufweist. Aber Sie werden verstehen, dass ich hier keine einzelnen Therapieempfehlungen aussprechen kann und auch nicht möchte und auch nicht darf, weil man hierfür viel mehr Informationen benötigt von dem Patienten. Aber wenn Sie diese Frage jetzt nur beschränken auf das Sodbrennen und die Histaminintoleranz, dann muss ich sagen, ja, da gibt es ganz klar einen Zusammenhang. Frau Clemens, heißt es, dass im günstigsten Fall die individuelle Histaminschwelle gesteigert werden kann? Ja, also ich denke, im günstigsten Fall ja, kann sich diese Histaminschwelle ansteigen lassen. Das kann man im Prinzip austesten, wenn man am Ende einer Therapie ist. Also wenn man so ein Krankheitsbild durchlaufen hat und es therapeutisch so beeinflusst hat, dass man wieder stabil geworden ist, dann kann man durchaus mal sich ein bisschen bewusst sogar dem Histamin mal aussetzen und sich herantasten an seine individuelle Histamingrenze. Weil, wie Sie ja eben gehört haben, jeder Mensch reagiert ab einer gewissen Histaminmenge mit Symptomen. Das ist völlig normal. Also würden Sie jetzt, was natürlich kein Mensch macht, aber würden Sie Histamin spritzen zum Beispiel, dann würden wir alle Histaminbeschwerden entwickeln. Das bedeutet also, das ist an sich ja nichts Krankhaftes sozusagen, darauf zu reagieren. Wenn Sie aber krankhaft reagieren im Sinne einer Histaminintoleranz, und diese ausheilen, dann kann es schon sein, dass Ihre Schwelle ein bisschen ansteigt, nach oben geht, und daran sollten Sie sich mal herantasten. Dann wissen Sie selber, wie viel zum Beispiel Sie Wein konsumieren können, wie viel Käse Sie konsumieren können, bis wohin Sie gehen können, ohne Beschwerden zu entwickeln. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen. Das können Sie am besten ganz alleine. Dafür brauchen Sie keinen Therapeuten und kein Labor und kein Arzneimittel, sondern das ist sozusagen der Endpunkt einer Behandlung, sich an seine Schwelle wieder heranzutasten und das eben auszuprobieren. Leider gibt es da kein anderes Verfahren. Dann noch eine Frage von Frau Jennelten. Wie kann ich herausfinden, ob die HIT erblich bedingt ist? Über einen Gentest. Dann Frau Eisele, die hat 2 Fragen. Erstens, ich koche zu Hause laktosefrei und histaminfrei bzw. arm. Kann sich das auf die übrigen Familienmitglieder auswirken?
Denn mein Mann sagt in letzter Zeit häufig, ich passe mich dir immer mehr an, was das Essen anbelangt. Kann sich durch das Kochen bei Ihnen die DAO-Produktion auch vermindern? Nein, also durch das Kochen vermindert sich nicht die DAO-Produktion. Also egal wie Sie jetzt kochen, das hat keinen Einfluss auf Ihre Familienmitglieder. Höchstens, dass es vielleicht nicht mehr so gut schmeckt, weil ja die histaminreichen Lebensmittel ja leider häufig die gerade sind, die gut schmecken. Also, oder ich verstehe Ihre Frage nicht genau, aber ich sehe da jetzt keinen Zusammenhang. Dann die zweite Frage, haben Sie Erfahrungswerte im Kampf gegen die Histaminintoleranz mit Bioresonanztherapie und oder Kinesiologie? Ich persönlich wende diese Verfahren nicht an, die Bioresonanztherapie und auch nicht die Kinesiologie. Da müssten Sie jetzt einen Therapeuten fragen, der diese Therapieformen anwendet. Die gelten als, ja, für so jemand wie ich, der jetzt mehr naturwissenschaftlich orientiert ist, als eher fragwürdig. Ich würde sagen, wenn Sie jemanden finden, der nachhaltig Ihnen damit helfen kann, dann hat auch dieses Verfahren natürlich seine Berechtigung, aber ich persönlich habe keine Erfahrung damit. Dann Frau Albers, gibt es spezielle Diätpläne? Ja, da gibt es Unmengen. Da gibt es zum Beispiel von einem Herrn Thilo Schleip, da gibt es ein Buch, das ist im Gräfe und Unzer Verlag erschienen. Das ist also für Endverbraucher gedacht, also für Patienten, die davon betroffen sind. Das heißt auch Histaminintoleranz. Da gibt es einen Einkaufsführer, da gibt es Lebensmittellisten. Ich persönlich empfehle das meinen Patienten auch ganz gerne, weil das sehr einfach geschrieben ist und sich auf das Wesentliche reduziert. Und das kann man sehr schön als Diätplan sozusagen nutzen. Sonst gibt es auch... aber das ist eigentlich so das Beste, kann man so empfehlen. Dann eine Frage von Frau Wolf. Macht es Sinn, den Körper durch Zeolit zu entgiften? Das ist eine mineralische Substanz, der nachgesagt wird, dass sie Histamin bindet im Darmbereich. Also wenn das Histamin wirklich seinen Ursprung im Darm hat, dann kann man schon versuchen, mit verschiedenen Substanzen dieses Histamin, ich sag's mal bildlich, wie ein Schwamm aufzusaugen. Da gibt es verschiedene mineralische Produkte, eben wie dieses Zeolit oder auch die Heilerden, die hier eingesetzt werden, aber auch zum Beispiel medizinische Kaffeekohle. Deswegen kann das durchaus Sinn machen. Gut, dann kommt noch eine Frage von Frau Albers. Welche Blutwerte müssten denn untersucht werden, um HIT festzustellen? Schauen Sie nochmal, Sie können sich ja vielleicht noch daran erinnern, ich hatte Ihnen eine Folie gezeigt zu der Diagnostik. Ich kann vielleicht gerade mal hier nochmal kurz vorgehen. Da sind diese Werte alle nochmal aufgeführt. Die würde ich jetzt, genau hier diese Folie, dann brauche ich das nicht nochmal aufzuführen. So, und jetzt gucke ich nochmal schnell... was wir hier an Fragen haben, vielleicht doch noch zwei, drei Stück. Respondek, Frau Respondek, bei meiner Mutter wurde Laktoseintoleranz diagnostiziert. Ihre Symptome finde ich 1:1 bei der HIT wieder. Die bisherige Therapie brachte keinen Erfolg. Kann es sich bei ihr eher um eine HIT handeln? Wie sieht es dabei mit muskulären Verspannungen und Niesanfällen aus? Also liebe Frau Respondek, ich hoffe, auch das habe ich richtig ausgesprochen, also Sie stechen da in ein Wespennest. Wenn Sie mich jetzt fragen, was eine Laktoseintoleranz ist, dann würde ich jetzt mal sagen, das ist eine Pseudoerkrankung, die gibt es überhaupt nicht. Das ist völlig normal, dass erwachsene Menschen keine Laktose vertragen und entsprechende Symptome produzieren. Gehen Sie mal in eine Apotheke und fragen Sie nach einem Abführmittel. Was glauben Sie, was die Apothekerin oder der Apotheker Ihnen empfiehlt? Der wird Ihnen erstmal Milchzucker geben, weil das nämlich bei allen erwachsenen Menschen oder bei den allermeisten erwachsenen Menschen einen Durchfall auslöst, also Symptome sozusagen. Und deswegen lohnt es sich, diese Erkrankung in Anführungsstrichen gar nicht zu behandeln, sondern einfach die Milch wegzulassen. Und die Milchprodukte, die viel Laktose enthalten, darüber könnte man selber nochmal einen ganzen Vortrag halten. Das ist ein sehr spannendes Thema, diese Kohlenhydratunverträglichkeiten. Die muskulären Verspannungen, die Niesanfälle, die kann man ganz sicher nicht auf die Laktose, sogenannte Laktoseintoleranz zurückführen. Das ist viel, viel eher eine Histaminintoleranz. Und da sollten Sie sich mal mit Ihrer Mutter mal zu einem Therapeuten begeben, der sich da auskennt. Also da sehe ich einen viel größeren Zusammenhang. Dann einen guten Abend aus Hamburg von Frau Dreikant. Gibt es einen Zusammenhang, Häufung zwischen Hashimoto-Thyreoiditis und HIT? Die Symptome sind ja ähnlich und das Auseinanderhalten ist sehr schwer.
Also, eine Hashimoto-Thyreoiditis, das muss ich erstmal kurz klären, das ist also eine chronische Schilddrüsenerkrankung, eine sogenannte Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, wo die Schilddrüse sich entzündlich verändert, auf Dauer, das zieht sich also über viele Jahre in der Regel. Gibt es hier einen Zusammenhang mit der HIT? Also um ehrlich zu sein, natürlich spielt die chronische Entzündung, jede chronische Entzündung in gewisser Weise auch eine Rolle bei der HIT. Allerdings würde ich hier diesen Zusammenhang der ähnlichen Symptome, das würde ich ein bisschen anders sehen, um ehrlich zu sein. Also die Symptome einer HIT ähneln, also nur am Rande denen einer Hashimoto-Thyreoiditis. Insofern verstehe ich nicht so ganz diesen Zusammenhang bei Ihnen. Da sollten Sie vielleicht nochmal überprüfen, ob das wirklich nicht doch an einer HIT liegen könnte, wenn Sie ähnliche Symptome finden, die ich eben aufgeführt habe. Eine Hashimoto-Thyreoiditis hat eigentlich ganz andere Symptome. Dann eine Frage nochmal von Frau Fraswa. Könnte Kombucha günstiger oder ungünstig sein? Also Kombucha, das muss ich erstmal beantworten, weiß ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Histamin enthält, weil das auch ein fermentiertes Getränk ist. Das ist eine sehr interessante Frage. Ich kenne nicht so viele Menschen, die Kombucha konsumieren, aber dem sollte man eigentlich mal auf den Grund gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Histaminquelle ist, weiß es aber nicht. Dann eine Frage von Herrn Neef. Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen einer Morbus-Crohn-Erkrankung und einer Histaminintoleranz? Ja, also da natürlich, also ganz klar. Also es ist natürlich so, die Morbus-Crohn, es ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, wo sehr häufig verschiedene Facetten auch der Histaminintoleranz zu finden sind. Bei Crohn-Patienten würde ich Ihnen dringend raten, auch die Histamin-Facetten, also alle diese möglichen Facetten, die ich besprochen habe, mal untersuchen zu lassen, weil das heilt zwar nicht den Morbus Crohn, aber das kann ihn deutlich in seiner Schwere herabsetzen. Es gibt ja keine Heilung in dem Sinne des Morbus Crohns, aber es gibt ein Abschwächen dieser Erkrankung, und wenn Sie die histaminintoleranten Aspekte mit berücksichtigen, ist das sicherlich ein Gewinn für diesen Patienten. Also heilen tut es einen Morbus Crohn sicherlich nicht, aber es, also bei einer Berücksichtigung der HIT, aber die HIT wird sich sicher ungünstig für diesen Patienten auswirken. Dann eine Frage von Frau Eder, was kann man speziell für die Fäulnisflora im Darm machen? Die kann man erst einmal untersuchen, das ist ganz wichtig, um zu wissen, was überhaupt für Keime hier aufgewuchert sind. Und je nach Ergebnis dieser Fäulnisflora-Untersuchung wird es Therapieoptionen geben. Auch hier gibt es nicht eine Option, sondern verschiedene Optionen. Das hängt ein bisschen davon ab, ob die Aerobia, also die Keime, die Sauerstoff brauchen, aufwuchern, oder die Anaerobier, also die, die ohne Sauerstoff leben, aufwuchern. Da gibt es verschiedene Therapieoptionen und die müssen berücksichtigt werden. Und eine allerletzte Frage von nochmal Frau Thyresel. Eine Hormonbehandlung mit Progesteron scheint therapeutisch bei HIT wirksam zu sein. Dieser Zusammenhang wird nirgends erläutert. Ah, okay, Sie umschreiben nochmal genauer Ihre Frage von vorhin. Das kann natürlich sein, dass das Progesteron hier so ähnlich wie in dem Zusammenhang, den ich vorhin schon aufgeführt hatte bei den Schwangeren, wo hier also dann die DAO-Synthese, also die Bildungsquote gesteigert wird, dass das hier einen Einfluss hat. Natürlich wäre das dann sowieso erstmal auch nur bei Frauen einsetzbar. Und zweitens ist es so, dass Progesteron, das sind ja keine Lutschbonbons, sondern das sind ja Präparate, die auch weitergehende Wirkungen haben, die man mit berücksichtigen müsste, sodass man sicher nicht pauschal Progesteron empfehlen könnte bei einer Histaminintoleranz, sondern das eine spezielle Facette darstellt bei ganz individuellen Problemen. Gut. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich dafür, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange brauchen werden heute, und hoffe, dass ich Ihnen ein paar neue Dinge erzählen konnte zum Thema Histaminintoleranz, und wünsche Ihnen jetzt einfach noch einen schönen Abend hier aus Mainz und tschüss.